Jeder kennt sie, die Burgenwelt Ehrenberg, mit ihren imposanten Festungen und einem beeindruckenden Blick über den Talkessel. Aber wer weiß eigentlich so richtig Bescheid? Hat sich mit den verschiedenen Räumen und Sehenswürdigkeiten wirklich auseinandergesetzt? Die Mauern, Steine, Höhlen und einstigen Festungen erzählen uns Geschichten aus einer längst vergangenen Zeit. Wir wollen Sie nun in den nächsten Wochen durch die Burgenwelt führen und auf das ein oder andere Highlight aufmerksam machen. Wer Lust und Laune hat, kann dies dann gerne anschließend selbst erleben oder sich's vor dem Fernseher gemütlich machen und dabei vielleicht vieles neu entdecken. Die Burgruine Ehrenberg ist der Mittelpunkt eines der bedeutendsten Festungsensembles Mitteleuropas. Einst galt das Burgenensemble als uneinnehmbares Bollwerk und war wichtigste Zollstation zwischen der nördlichen und südlichen Handelsroute. Die im Jahre 1296 erbaute Burg Ehrenberg bietet alles, was Sie von einem mittelalterlichen Schloss erwarten. Wehrhafte Mauern, hohe Türme und viel Geschichte. Die gotische Burganlage beherbergte Kaiser und Könige, Fürsten und Zaren. Hier wurde wahrhaft Geschichte geschrieben. Heute gehört die Klause mit den umgebenden Burgen und Festungen wohl zu den ältesten und wichtigsten Festungsanlagen im nördlichen Tiroler Voralpenland. Die Burg wird von der barocken Festung Schlosskopf überragt und unterhalb sperrt die Ehrenberger Klause das Tal. Östlich der Bundesstraße vervollständigt das Fort Claudia das Befestigungssystem. Ab 1971 nahm sich Fridolin Schennach aus Reute der verfallenen Ruine an und startete mit zahlreichen Idealisten eine Rettungsaktion. 20 Jahre Sanierungsgeschichte Festungsensemble Ehrenberg. Bereits 1970 gab es unter Friedel Schennach die erste Kampagne zur Rettung der Ruine Ehrenberg. Friedel Schennach versammelte eine Truppe Reutener Idealisten unter dem Namen Komitee zur Rettung der Ruine Ehrenberg. Diese Truppe hatte sich zur Aufgabe gestellt, Ehrenberg sichtbar zu machen. Ehrenberg war ja komplett eingewachsen, also mussten die ganzen Bäume geschlägert werden. Ehrenberg zu beleuchten, Ehrenberg zu sanieren und erhalten und Ehrenberg für Besucher zugänglich zu machen. Als sichtbares Zeichen dieser Anstrengungen sehen wir den Falkenturm auf der Falkenwiese. 1996 begannen die Sanierungsarbeiten am Festungsensemble Ehrenberg mit der Erneuerung des Dachstuhls der Ehrenberger Klause. Nach über 22 Jahren ist es gelungen, nicht nur das Kulturdenkmal Festungsensemble Ehrenberg für spätere Generationen zu erhalten, sondern es auch zu einem äußerst beliebten, über die Region hinaus bekannten Ausflugsziel zu entwickeln. 1996 waren Diskussionen in Reute, die Ehrenberger Klause abzubrechen. Der damalige Bürgermeister Siegfried Singer formte eine Schar von kulturinteressierten Menschen um sich, die sich um die Erhaltung der Klause kümmerten. Allerdings war schnell klar, dass der große finanzielle Aufwand nicht allein gestemmt werden konnte. Also entwickelte ich ein Gesamtkonzept über das Festungsensemble Ehrenberg. Die mittelalterliche Burg Ehrenberg als Stammburg, die gotische Talsperre Klause, Fort Claudia als barocke Fortifikationsanlage und eben die jüngste Maria-Theresianische Fortifikationsanlage, den Schlosskopf. Und diese vier Festungsanlagen wurden nun mit Hilfe von EU-Fördermitteln zu einem Gesamtkonzept zusammengeformt. Die Burgenwelt Ehrenberg ist ein erlebbarer, erwanderbarer Burgenpark. Und heute besuchen diese Burgenwelt Ehrenberg bereits über 300.000 Menschen. Somit können wir Kulturgut erhalten und haben auch finanzielle Möglichkeiten, einen Teil dieser Erhaltungsmaßnahmen aus eigener Kraft zu finanzieren.
Die Schäden, die früher die Kanonenkugeln an den Festungsmauern anrichteten, richtet heute der Frost an. Der Kalkstein ist nicht frostbeständig. Die Mauern fundamentieren auf dem Fels. Der Fels wird durch den Frost gesprengt. Die Mauer verliert ihr Fundament und droht herunterzubrechen. Mit einem großen Aufwand für die Sanierung muss der Verein Burgenwald Ehrenberg jährlich die Frostschäden des Winters beseitigen, damit wir die Erhaltung der Ruine gewährleisten können. Im gesamten Festungsensemble ist das nur möglich, weil der Verein mit vielen Anstrengungen und vielen Aktivitäten auch bereits finanzielle Mittel zur Verfügung hat. Aber ohne die Unterstützung der Marktgemeinde Reutte, des Tourismusverbandes, des Landes Tirols und der EU wäre dieser Erhaltungsaufwand nicht zu stemmen. Edles Fräulein, möchten Sie sich nicht auf eine Schatzsuche begeben? Ach, das klingt ja super. Wir haben hier die Suche nach dem magischen Ehrenbergschwarz. Ja, wo muss ich da hin? Der Weg geht hier entlang. Ja? Dankeschön. Bitte.